Hallo Freunde der Unterwasserwelt. Ich habe mir 5 Schnorchel-Vollgesichtsmasken besorgt und sie eingehend und ausgiebig getestet. Ich war damit im Pool, ich war damit im See und ich habe sie mit in den Urlaub genommen, nach Kroatien, also an die Adria, und habe damit geschnorchelt. Das Ganze vor dem Hintergrund einer Studie, die ich mir habe kommen lassen aus den USA. Die Studie ist aus 2022 von der Duke University und die Studie hat sich damit befasst, ob es bei diesen Masken ein Problem mit CO2, also mit Pendelatmung gibt. Und wenn ja, bei welchen? Dahingehend habe ich natürlich dann meine Tests ein bisschen angepasst, weil ich die Ergebnisse kannte und habe die Tests auch ein bisschen ausgeweitet. Welche der Masken ich dir nun empfehlen kann und welche unmittelbar nach dem Dreh direkt in die Mülltonne wandern und warum, erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Walter, ich bin seit mehr als 30 Jahren aktiver Tauchlehrer und ein bisschen länger Schnorchler und Freitaucher. Wenn du also interessiert bist an fundierten und aktuellen Informationen zum Thema Schnorcheln, aber auch Tauchen, lass mir gerne ein Abo da. Wenn du Fragen hast, stell sie mir in die Kommentare, ich versuche sie dann so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Schnorchelvollgesichtsmasken. Sie sind an den Urlaubsorten, die mit Wasser in Verbindung stehen, nicht mehr wegzudenken. Und für ganz viele sind sie einfach der Einstieg in die wunderschöne Unterwasserwelt. Das habe ich zum Anlass genommen, mir mal 5 unterschiedliche Schnorchelvollgesichtsmasken zu besorgen und sie ausgiebig zu testen. Als allererstes war ich natürlich bei Amazon unterwegs. Da bin ich dann bei der Flybo hängen geblieben. Die ist sicherlich die einfachste in der Reihe. Die liegt bei 24-25 Euro. Als nächstes kommt natürlich auch immer wieder mal Decathlon auf den Schirm und da ist es dann die Easy Breath 500 geworden, die Zubea Easy Breath 500, die liegt bei 29-30 Euro. Woran man dann auch nicht vorbeikommt oder worauf man immer wieder stößt, ist natürlich die Firma Kroom. Da ist es dann die Seaview X geworden, die liegt so etwa bei 44-45 Euro. Mal sehen, was die so zu bieten hat. Dann habe ich mir natürlich die Markenhersteller angeschaut, die eben seit vielen Jahrzehnten Produkte für Schnorchler und Taucher entwickeln und verkaufen und bin da bei Mares hängen geblieben. Da ist es dann die Seawoo Dry Plus geworden und sieht schon mal ganz interessant aus. Ein bisschen anders als die anderen, bin ich auf jeden Fall gespannt gewesen. Zu guter Letzt war ich im Januar auf der Bootsmesse und dort auf der Bootsmesse über die Stände gelaufen und mit einem chinesischen Produzenten ins Gespräch gekommen. Und der hat mir dann so eine No-Name-Maske in die Hand gedrückt mit Druckausgleichserker. No-Name jetzt von ihm aus, weil ich habe diese Maske im Rahmen der Recherchen bei dem einen oder anderen Händler dann doch im Programm gesehen mit dem eigenen Namen drauf. Ich glaube, bei Kroom heißt sie Seaview 180 Grad. Liegt dann bei etwa 50 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, ist eine No-Name. Der Aufbau ist identisch. Und wenn du dich jetzt für so eine Maske interessierst und auch anfängst zu recherchieren, vor allem hier auf YouTube begegnen dir natürlich ganz viele Filme, die diese Masken vergleichen, die erzählen, wie diese Masken aufgebaut sind, wie sie funktionieren, welche Masken gut, welche schlecht sind. Es begegnen dir aber auch Filme wie diese hier. Da ist von Pendelatmung die Rede, von CO2-Problematik und von Unfällen, die im Zusammenhang mit diesen Masken zu stehen scheinen. Leider auch von Unfällen mit Todesfolge. Bisher gab es aber nur Vermutungen und keine physiologischen Daten, was diese Unfälle hätte verursachen können. Und wenn ich bisher sage, dann scheint sich daran ja was geändert zu haben. In 2022 kam eine Studie von der Duke University in Pennsylvania heraus, die wurde durchgeführt am Institut für Überdruckmedizin, die sich genau mit dieser Thematik befasst hat. Hintergrund war, dass es auf dem Inselstaat Hawaii vermehrt zu Unfällen von Schnorchlern kam und der Inselstaat Hawaii, das Government, wollte einfach wissen, ob diese Masken ursächlich damit im Zusammenhang stehen, ob Pendelatmung oder diese CO2-Problematik die Ursache für die Unfälle sein könnte.
Die Studie sollte also Licht ins Dunkel bringen. Und die Ergebnisse, die die Studie herausgebracht hat, waren teilweise überraschend und teilweise auch so ein bisschen zu erahnen. Allerdings, wie gesagt, Vermutungen genügen nicht. Man muss es dann schon wissenschaftlich fundieren. Ich habe zum Institut Kontakt aufgenommen und Dr. Rachel Lance hat mir die Studie dann freundlicherweise zugeschickt und ich darf die Inhalte der Studie auch verwenden, hat sie mir also freigegeben. Vielen Dank nochmal von hier aus. Und vor dem Hintergrund dieser Studie und dem Wissen, was ich dann hatte, habe ich natürlich meine 5 Masken, die ich hier habe, nochmal ganz genau unter die Lupe genommen und habe meine Tests so ein bisschen daraufhin angepasst. Aber wie bei jedem Test, bei so einer Geschichte, muss man von unten anfangen und von unten, das ist zunächst mal der Aufbau. Ich habe uns jetzt mal irgendwelche Fummelfilme, Bilder erspart, in denen ich dir zeigen will, wie diese Ventile angebracht sind und wo. Und habe mir aus der Studie eine Grafik gezogen, die sehr anschaulich darstellt, wie diese Masken von den Luftleitsystemen und Ventilen aufgebaut sind. Damit die Begrifflichkeiten klar sind, habe ich zunächst mal die Masken in 3 Bereiche eingeteilt. Oben der Bereich, Überraschung, den nenne ich Schnorchel, den mittleren Bereich, ebenfalls überraschend, Augenkammer und unten dieses Dreieck nenne ich Mund-Nasenkammer. Diese verschiedenen Skizzen zeigen nun die unterschiedlichen Aufbauten der Kanal- und Ventilsysteme der gängigen Masken. Und das vorweg, es ist definitiv wichtig, dass diese Maske außenrum natürlich, aber auch im Mund-Nasen-Bereich gut passt, sonst kann dieses Ventil- und Kanalsystem nicht wirklich gut funktionieren, dann arbeitet es einfach nicht, wie es soll. Wenn man jetzt mit der Maske ganz links beginnt, das ist meines Erachtens der gängigste Typ, da ist der Schnorchel in 3 Kanäle unterteilt. Der mittlere Kanal ist der Einatmenkanal, die Luft wird über die Augenkammer und die Ventile hin zur Mund-Nasenkammer geführt. Wenn ich jetzt ausatme, dann schließen diese beiden Ventile links und rechts und der Weg ist frei für die Ausatmenluft wieder hoch zum Schnorchel und in die Umgebung. Bei der Maske B, da ist es so, dass die Luft nicht über die Augenkammer geführt wird, da ist der Schnorchel zweigeteilt. Auf der einen Seite geht es raus, unten ist dann auch wieder ein Ventil, wenn ich einatme, öffnet es. Wenn ich ausatme, geht es auf die andere Seite, das eine Ventil schließt, das andere öffnet und die Luft geht wieder oben über den Schnorchel hinaus. Beim Typ C, ganz rechts, ist es dann so, dass es ein One-Way-System ist, das heißt, der Schnorchel dient nur der Einatmung. Auch hier wird die Luft über die Augenkammer und Ventile dann zur Mund-Nasenkammer geführt. Und wenn ich jetzt ausatme, schließen diese beiden Ventile links und rechts wieder und geben eben den Weg nach unten frei. Dort sind jetzt Ventile eingezeichnet, die entweder ganz unten oder irgendwo im Bereich des Rahmens seitlich sein können. Und da wird die Luft dann eben wieder nach draußen geleitet. Also entweder direkt ins Wasser oder auch wieder ein Stück erhöht irgendwo am Maskenrahmen. Und der eine Punkt ist, wenn man von so vielen Kanälen und Ventilen spricht, dann machen Kanäle und Ventile vor allem eins, sie erhöhen den Widerstand. Sei es jetzt im Wasser oder eben bei Gasen wie hier der Luft. Deshalb möchte ich jetzt 2 Begriffe aus der Tauchwelt mit hinübernehmen in die Schnorchelwelt. Diese beiden Begriffe sind Luftlieferleistung und Atemwiderstand. Diese beiden Begriffe werden beim Tauchen für Atemregler verwendet. Sie sind ein Qualitätsmerkmal. Da wird der Ein- und Ausatemwiderstand von einem Atemregler gemessen und die Luftlieferleistung. Das heißt, wie viel Luft kann der Automat unter bestimmten Bedingungen liefern. Und bei den Masken, die ebenfalls über Kanal- und Ventilsysteme verfügen, würde ich diese Begriffe gerne einführen und ich mache das auch. Man kann es nicht so gut messen wie jetzt bei einem Atemregler, aber man hat dann ein subjektives Empfinden und man, wie du nachher gleich sehen wirst, kann es auch sehen. Und jetzt Luftlieferleistung, also das heißt, wann atme ich schon mal tief ein und aus, wenn ich mit einem Schnorchel unterwegs bin, ist ja eigentlich eine ganz entspannte Sache. Ich liege an der Oberfläche und schaue mir die Unterwasserwelt an. Wenn da nicht das Meer wäre, da kann es mal Seegang durch Wind geben, also Wellen, und plötzlich muss man gegen Wellen nach Hause paddeln.
und das strengt an. Oder man taucht ab, was man mit den Masken nicht machen sollte, weil dafür sind sie nicht ausgelegt, und kommt dann völlig lufthungrig nach oben und muss tief durchatmen. Oder wenn man plötzlich von einer Strömung überrascht wird. Und hier muss ich jetzt einen kurzen Ausflug machen. Plötzlich überrascht, definitiv, weil wenn du weißt, dass draußen Strömung herrscht, solltest du als Schnorchler nicht ins Wasser gehen. Das kann fatal enden. Und hier der Ausflug auf snorkelingscout.com ist sicherlich sinnvoll, weil dort habe ich Handlungsoptionen notiert, wenn du von einer Strömung überrascht wirst, damit du eventuell dein oder das Leben eines anderen, den du dabei beobachtest, retten kannst. Schau es dir an, es ist definitiv wichtig und kann eben lebensrettend sein. Ich habe also diese Masken dahingehend getestet, dass ich simuliert habe, ich brauche jetzt mal ordentlich Luft. Und begonnen habe ich dabei mit der Flybo. Das schien mir am naheliegendsten. Das ist ja auch die einfachste Maske. Vorweg noch mal ganz kurz. Ich habe diese Masken auch mal, jetzt nicht lachen, beim Fernsehen aufgehabt, um festzustellen, ob irgendeine der Masken mir ein Problem mit CO2 oder Pendelatmung macht. Ist nicht vorgekommen. Die einzige, die keine Luft mehr bekommen hat, war meine Frau, weil sie eben so lachen musste. Aber ansonsten war das völlig problemlos, auch hier bei der Flybo. Ich nehme jetzt zunächst mal 3 ganz normale Atemzüge. Da funktioniert das Ganze noch, aber ihr könnt dabei schon was sehen. Ich habe die Maske losgelassen und ich habe jetzt nicht die Maske auf mein Gesicht gedrückt, sondern allein aufgrund des Atemwiderstandes bei dieser Ein- und Ausatmung hat sie sich an mein Gesicht angesaugt, sprich es ist ein Unterdruck erzeugt worden. Dann bin ich hingegangen und hab eben simuliert, dass ich jetzt mal völlig außer Puste bin. Und was das ist die Kugel, die könnt ihr hören. Die Maske saugt sich noch stärker an und ich kann nicht mal tief einatmen, weil die Kugel sofort nach oben gerissen wird und den Schnorchel verschließt. Das ist natürlich nicht das, was man dann haben möchte. Das heißt, auch da muss man sich die Maske dann vom Gesicht reißen. Und diese Maske vom Gesicht ziehen ist, wie gesagt, wenn ich es nicht schon erwähnt habe, auch ein Kriterium gewesen bei dieser Studie aus den USA. Wie schnell bekomme ich so eine Maske runter, wenn eben Not am Mann ist? Dann habe ich das Ganze mal probiert, wenn ich eben von einem Tauchgang hochkomme, was man mit diesen Masken nicht machen kann. Sollte, weil sie dafür nicht ausgelegt sind, also in der aufrechten Position, in der vertikalen. Auch da keine Chance. Wenn ich ein bisschen mehr als ganz entspannt atme, saugt sich sofort die Kugel oben an und ich bekomme keine Luft. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, das ist fatal in so einer Situation. Und damit ist die Flybo die erste Maske, aus dem Test, die die Glocke läuten kann. Sie kann also duschen gehen und viel mehr als duschen sollte man mit der Maske tatsächlich auch nicht machen. Solltest du sie zu Hause haben, würde ich dir empfehlen, hol dir eine andere und schmeiß sie weg. Ich habe dann, wie gesagt, alle durchprobiert und bei der Croom, da war ich dann auf jeden Fall überrascht, kam es zu einem ähnlichen Effekt. Nicht in der horizontalen, da war es kein Problem, also da konnte ich mich wirklich anstrengen. Ich konnte die Kugel, oder hier ist es eher ein Torpedo, nicht ansaugen. Aber in der aufrechten Position, also vertikal, wenn ich eben abgetaucht bin, was man mit den Masken nicht machen sollte, weil dafür sind sie nicht ausgelegt, und wieder nach oben komme und extrem lufthungrig bin. Ich mache das hier auch mal kurz vor. Auch da atme ich jetzt nicht super extrem, sondern will einfach tief ein- und ausatmen. Dauert es einen kleinen Moment länger, aber auch da verschließt diese Kugel oben den Schnorchel und ich bekomme keine Luft mehr. Ihr hört dann auch so ein bisschen, dass ich dann über die verschiedenen anderen Öffnungen irgendwie Luft in die Maske bekomme. Das würde natürlich im Wasser nicht passieren, also wenn ich in der horizontalen wäre. Aber wie gesagt, das war da kein Thema. Dennoch, diese Maske ist für mich keine Empfehlung, die ist für mich raus, weil in so einer Situation keine Luft zu liefern, das ist einfach nicht gut und das sollte nicht passieren. Auch vor dem Hintergrund, dass die anderen Masken hier keine Probleme hatten. Und keine Masken, also das war einmal die Easy Breath habe ich ausprobiert, unproblematisch. Ich habe die Maris ausprobiert und ich habe die Maske
die ungelabelte ausprobiert mit dem Druckausgleichserker und den Ohrstöpseln. Ich nehme gerade mal hier die Subea, also die Easy Breaths, mache das hier nochmal vor. Ich mache das gleich in der Vertikalen, weil alles andere ist nicht sinnvoll. Und ich mache jetzt schon extrem, um irgendwie diese Kugel anzusaugen, aber es passiert einfach nichts. Ich habe mir das dann genauer angeschaut und es ist bei den verbleibenden drei Masken so, dass die Kugel A entweder von unten nicht angeströmt wird, wie hier bei der Easy Breath, oder wie bei der Maris die Lufteinlassschlitze so zahlreich sind, dass die beiden, die unterhalb der Kugel sind, die Kugel ist dann auch ein bisschen geschützt, keinerlei Relevanz haben. Und bei der ungelabelten Maske ist es ebenfalls so, da sind die Lufteinlassschlitze relativ groß und unter der Kugel ist eben nochmal ein Schutz. Das heißt, die Kugel kann nicht angesaugt werden. Und das ist das, worauf es ankommt. Also diese beiden Masken, die CBUX und die Flybo, sind definitiv raus. Ich wollte es mir eigentlich sparen, aber ich komme nicht umhin. Also was ich bei diesen Masken ganz häufig lese, ist ja 180 Grad Panoramablick. Das ist Unsinn. Und dazu machen wir jetzt mal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz einen Ausflug in zum einen in die Mathewelt Geometrie. Und ich mache mal und simuliere mal einen 180-Grad-Winkel, indem ich hier meine Arme ausstrecke, in Höhe der Linse stehe. Wenn ich dann in die Linse schauen kann, alles klar. Ich nehme meine Hände weg, Kopf nach vorne. Was du jetzt sehen kannst, ist mich natürlich von der Seite. Und du kannst wahrscheinlich meine Augäpfel noch sehen. Wenn ich jetzt irgendwie gearteten Rahmen nehme, den diese Masken definitiv haben, und führe den hier an die Seite, ist es vorbei mit meinen Augäpfeln, also mit dem, dass du sie sehen kannst. Und wahrscheinlich siehst du nicht mal mehr meine Brille. Und wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke zu dem Punkt, den ich gerade noch erkennen kann, komme ich dahin. Und wenn ich das jetzt mal kurz überschlage, dürfte das dann im Endeffekt nachher nicht mehr sein als ein Dreieck bzw. sagen wir mal 120 oder 130 Grad. Lassen wir mal 140 sein, das wäre dann schon super. Also das ist Unsinn. Markenhersteller würden sich diese Blöße auch nicht geben, wenn du jetzt bei Maris oder bei Seaxab auf die Seite gehst und bei den Masken, die die da im Portfolio haben, den Text durchliest, wirst du nie 180 Grad Winkel sehen, weil die wissen ganz genau, das ist es nicht, das geht nicht. Und der nächste Punkt ist, ein kurzer Ausflug noch in die Physik, 5., 6. Klasse. Da war es so, dass der Lehrer, also zumindest bei mir, mal reinkam, hat ein Glas Wasser hingestellt und hat einen Bleistift reingehalten. Und dann habe ich gesehen, okay, pop, der Bleistift hatte einen Knick. Hat ihn rausgenommen, der war natürlich gerade. Um was es da geht, ist eben Lichtbrechung in einem anderen Medium, Lichtbrechung in Wasser. Die Seitenscheiben haben deshalb einen ganz anderen Blickwinkel. Die fungieren eher wie ein Außenspiegel an einem Auto. Einzig allein Maris hat hier entgegengewirkt, die wissen, was sie tun. Und die haben die Seitenscheiben so gestellt, dass sie diesen veränderten Blickwinkel ausgleichen können. Das heißt, wenn ich bei der Maris CBU 3 Plus hier meine Hand hinhalte, kann ich die tatsächlich hier aus den Augenwinkeln sehen. Sie verschwindet dann nur hier vorne mal ganz kurz in einem ganz schmalen Bereich, wo eben der Übergang von Front- und Seitenscheibe ist, weil dann natürlich die Plexiglasscheibe einfach dicker ist, da kann man nichts durchsehen. Also das ist bei der Maris so geregelt, da habe ich tatsächlich einen breiteren Blick, aber jetzt auch nicht so super breit, dass man sagen könnte, okay, das ist der Hype, weil um scharf zu sehen, muss jeder Mensch sowieso seinen Kopf drehen, selbst in einem Bergpanorama muss ich, um alles sehen zu können, meinen Kopf hin und her bewegen. Alles andere ist nur irgendwie eine Wahrnehmung. Okay, jetzt habe ich es also doch gemacht, aber es schien mir tatsächlich wichtig, damit mit diesem Mythos 180 Grad Blickwinkel mal aufzuräumen. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind die Maskenbänder und Verschlüsse. Bei den Maskenbändern und Verschlüssen hat Maris was gemacht, hat seiner Maske ein sehr hochwertiges Silikonband spendiert. Alle anderen Hersteller sind bei den breiten Hosengummis geblieben. Und bei der Maris-Maske ist es sicherlich sehr hochwertig und angenehm. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass dieser Verschluss, den sie da eingebaut haben,
jetzt noch nicht so leichtgängig ist. Vielleicht wird es dann noch mal besser, wenn das Ganze so ein bisschen mehr eingelaufen ist, weiß ich nicht. Dieses Silikonband ist natürlich resistenter gegen UV-Licht und Salzwasser, gar keine Frage, als dass diese Hosengummis sind. Aber ich persönlich finde diese Hosengummis gar nicht so schlecht. Die zuppeln nicht so an den Haaren, an den wenigen, die ich noch habe. Und man kann die Maske dann relativ schnell vom Kopf ziehen. Also da, wie gesagt, die Maris-Maske ist sehr gut, aber das mit den Verschlüssen, das haben sie da nicht so gut hinbekommen. Als nächstes komme ich jetzt kurz zu meiner Lieblingsmaske. Das hatte ich paar Mal erwähnt vorher. Das ist diese Maske mit einem Druckausgleichserker und Ohrstöpsel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Reisschnaps der chinesische Entwickler schon getrunken hatte, als er sich überlegt hat, okay, ich mache da einen Druckausgleichserker rein und ich bringe dann auch noch Ohrstöpsel an. Weil Punkt 1, diese Ohrstöpsel, wenn du die reinmachst und abtauchst, dann drückst du die so tief rein, dass sie auf dem Trommelfell liegen. Ganz einfach. Weil da kann man keinen Druckausgleich machen, da entsteht ein relativer Unterdruck, die saugt es dir rein. Also nicht machen. Punkt 2 ist, dass, und ich glaube, das habe ich tatsächlich bei Chrome auf der Seite gelesen, dass bei dieser Maske die Tauchtiefe 5 bis 6 Meter nicht überschreiten sollte. Weil man kann mit diesem Druckausgleichserker nur Ausgleich in den Ohren machen und eben in der Mund-Nasen-Kammer. Das bedeutet, man kommt an die Augenkammer überhaupt nicht dran. Und wenn ich an die Augenkammer nicht dran komme und abtauche, länger unten bleibe, dann sehen deine Augen in etwa nach einer Weile so aus. Da blutet es ein bisschen ein in das Weiße der Augäpfel und je länger du das machst, umso tiefer wird die Tönung in Rot. Das will man also nicht. Und der andere Punkt ist, jetzt könnte man sich überlegen, okay, irgendwie bekomme ich da schon Luft rein. Aber ich hatte vorhin auch schon gesagt, dass bei dieser Maske das Volumen, obwohl M schon 1100 Milliliter beträgt und wenn ich jetzt auf 5 Meter abtauche, müsste ich, um den gesamten Druckausgleich in dieser Maske hinzubekommen, schon ungefähr 300 bis 400 Milliliter reinpumpen. Und 300 bis 400 Milliliter entspricht etwa, sage ich mal, von einem normalen Erwachsenen 10% seines Lungenvolumens. Also 10% meiner mit runtergenommenen Luft würde ich damit verschwenden, sie hier reinzupumpen. Bei 10 Metern wäre es nochmal deutlicher, da fängt es schon an, kritisch zu werden. Also generell, um das mal jetzt vorwegzunehmen, auch diese Masken halte ich für Unsinn. Das ist rausgeschmissenes Geld. Wenn du abtauchen möchtest, kauf dir eine klassische Maske, kauf dir einen Schnorchel und lern 2 Stunden schnorcheln, geh in den Verein oder schau hier auch nochmal bei snorkelingscout.com, wie man das macht. Dann hast du es raus und dann kannst du loslegen. Also so eine Maske, die, ich glaube, die kostet auch um die 49 oder 50, 60 Euro, wie auch immer. Das ist völliger Mumpitz. Ne? Also das ist Geld aus der Tasche gezogen, verballerte Kohle. Die Maske ist bei mir definitiv nicht mehr auf dem Tisch stand, die geht auch in die Mülltonne, kann also auch duschen gehen. Das ist einfach Unsinn. Kommen wir zum Fazit und meiner Empfehlung. Beginnen möchte ich mit den Aussteigern. Ganz vorne natürlich die Flybo. Da war es ja so, dass ich weder in der Schnorchelposition, also waagrecht, noch in der aufrechten Position bei tiefer Ein- und Ausatmung Luft bekommen habe. Muss man nicht drüber diskutieren, ist ein völliges No-Go. Und die Maske hat auch sonst keinerlei irgendwie gearteten Vorteile, die das wettmachen würden. Also das ist definitiv die erste Maske, die in die Mülltonne geht. Dann habe ich die CVUX. Da war es eben so, dass auch in der aufrechten Position ich keine Luft bekommen habe, wenn ich tiefer ein- und ausgeatmet habe. Das heißt, auch da muss ich mir die Maske vom Kopf reißen, um wieder durchatmen zu können. Ist ein No-Go. Was mich da auch noch gestört hat, sind diese Auslassventile oder die Ausatmenventile, beide sind auf Höhe der Ohren angebracht und da man bei Wasserlage eben die auch schon unter der Wasseroberfläche hat, hat man dauernd ein sehr lautes, ständiges Geblubbern beim Ausatmen an den Ohren und beim Schnorcheln möchte ich eigentlich so ein bisschen die Ruhe auch genießen. Das wäre nochmal ein Ausschlusskriterium für diese Maske und was bei dieser Konstruktion dann eben auch noch dazu kommt, ist, dass wenn das unter der Wasseroberfläche liegt, der Ausatmendruck noch mal ein bisschen ansteigt. Diese Ausatmen
Widerstand ist bei allen Masken höher als bei einem normalen Schnorchel und von dem her schon etwas deutlich spürbar, manchmal etwas unangenehm, aber hier hat sich das nochmal etwas verstärkt. Aber natürlich der erste Punkt, ich kann an der Oberfläche, wenn ich aufrecht bin, nicht tiefer ein- und ausatmen, ist schon ein No-Go. Auch wenn die Maske so eigentlich ganz schön aussieht, wäre das der Kandidat oder ist das der Kandidat Nummer 2, der in die Tonne geht. Und dann als dritter Tonnenkandidat habe ich hier die Maske mit Druckausgleichsärger und die steht für mich für alle Masken oder für alle Schnorchelvollgesichtsmasken, die so einen Ärger haben. Völliger Unsinn. Die hat hier noch die Ohrstöpsel, das macht es nochmal schlimmer, weil sowohl hier bei der Croom, wenn es denn die Croom ist, ich denke aber schon, die CVU 180 steht drin, nicht tiefer als 5 bis 6 Meter. Und bei der Zubea Easy Breath 900 von Decathlon steht sogar drin, nur nicht tiefer als 3 Meter. Das ergibt keinen Sinn. Bei einem vernünftigen Duckdive mache ich einen Flossenschlag, bin schon auf 5 Meter. Also was soll das dann? Und das wäre, als würde ein Fahrradproduzent ein Mountainbike herstellen mit 2 Gängen und reinschreiben, naja, mehr als eine Bordsteinrampe sollte man da nicht als Hindernis gegen sich haben, weil sonst geht es nicht mehr vorwärts. Ist völliger Unsinn. Da kann man also von vornherein sich das Geld sparen. Was bleibt übrig? Das ist einmal die Zubea, die Easy Breath 500, eine unauffällige Maske, hat gut funktioniert, gut Luft geliefert, also ist okay, kostet 29 Euro. Schmerzfrei ist jetzt bei mir nicht der Gewinner in dieser Runde, weil was mir besser gefallen hat, ist nämlich jetzt die Nummer 1 in dieser Runde, die Maris. Und da fand ich eben sehr gut, dass der Blickwinkel durch diese Seitenscheiben wirklich relativ breit war. Weil Maris hat ja die Seitenscheiben so positioniert, dass die Verzerrung weitestgehend ausgeglichen ist. Das war für mich der Ausschlag hier, zu sagen, okay, von den 5, die ich jetzt hatte, ist das die beste. Beim Schnorchel war es identisch wie bei der Zubea, man hat gut Luft bekommen, überhaupt kein Problem. Das Silikonband, gut, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist aber auf jeden Fall haltbarer. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich diese Maske weiterhin verwenden werde, nein, werde ich nicht, weil ich schnorchle schon sehr lange und was all diese Masken mir nehmen, ist die Dreidimensionalität, die ich im Wasser habe. Das heißt, ich kann abtauchen, ich kann mich frei bewegen und das ist hier eben eingeschränkt. Der Vorteil, dass man über Mund und Nase atmen kann, ist für mich jetzt keiner. Kann natürlich sein, wenn du eben nichts im Mund halten haben möchtest oder Wasser im Mund haben möchtest, Salzwasser, dann mag das okay sein. Es muss aber klar sein, du bleibst an der Oberfläche. Und wenn man es mit dem Schnorchel mal raus hat, was nicht wirklich lange dauert, ist dieser scheinbare Vorteil im Prinzip keiner mehr. Aber dennoch, generell hast du jetzt 2 Masken, wo ich sagen würde, okay, kann man einfach kaufen, die eine 29 Euro. Dann haben wir die Maris, die liegt mittlerweile, habe ich geschaut, bei 39, also 10 Euro Unterschied. Das sind 2 Masken, kannst du dir besorgen. Ich verlinke das auch nochmal rein, ich habe davon nichts, das sind keine Affiliate-Links, einfach nur ein Link, damit du nicht lange suchen musst. Und wenn du jetzt noch andere Masken selbst testen möchtest, weißt du, worauf du achten musst. Und ich empfehle ohnehin, weil es eben auch auf die Passform ankommt, bestell dir 3 oder 4 Masken. Nur weil die Zubea zum Beispiel, die Easy Breath 500, mir relativ gut gepasst hat, muss es nicht das Gleiche bei dir sein. Also bestell dir 4 oder 5 Masken, probier es aus, setz dich auch mal vor den Fernseher oder lauf mal durch die Wohnung 10 Minuten damit, dann merkst du schon, okay, es ist das Richtige für mich. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Auswahl deiner Maske und dann natürlich noch mehr Spaß, wenn du damit im Urlaub unterwegs bist. Bis zum nächsten Mal, dein Snorkeling Scout Walter.